Hallo, ich hab's gefunden. Ich hab das Kastell nur falsch interpretiert. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die kennen wir. Die ist toll. Die mag ich. Danach sind wir wirklich fertig, ne? Was macht ein netter Assassine wie ihr an einem solchen Ort? Sag mal, machst du sowas? Kennst du mich nicht? Hallo, Held. Ich könnte ja sagen, dass ich überrascht bin, euch zu sehen, aber ich beobachte euch schon seit Tagen. Es wäre so hinterlistig, überrascht zu tun. Sagen wir doch einfach, dass ich mich freue, wieder eure Gesellschaft genießen zu können. Ihr seid genau das, was ich hoffte, hier draußen zu treffen. Was macht ihr hier in Quatsch? Ich habe einen Kontrakt. Es geht um einen korrupten Lalu-Adligen, der sich im Kastell von Quatsch versteckt. Ein Adliger, der sterben muss. Ich weiß, dass ihr jetzt für die Dunkle Bruderschaft arbeitet. Unsere Organisationen mögen einander verabscheuen, aber wir beide sind Freunde. Und Freunde helfen einander. Aber klar doch. Dies ist euer Revier. Ich möchte eure Vorgesetzten nicht durch eine unnötige Unhöflichkeit gegen mich aufbringen. Hier ist also mein brillanter Plan. Ich töte mein Ziel Sehr und schön. ihr streicht den gesamten Ruhm dafür ein. So kann ich meinen Kontrakt abschließen, während ihr die Gelegenheit bekommt, einen guten Eindruck zu machen. Wenn es dafür auch noch Bruderschaftspunkte gibt, klar. Klasse. Ich genieße es immer, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben eine gewisse Verbindung, wir beide. Spürt ihr sie nicht auch so heftig? Liebe Rihanna, ich habe ja immer schon von geträumt, ja, aber ich bin verheiratet. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, ins Kastell zu gehen, aber ich habe die Art von Gesicht, an die sich jeder immer erinnert. Ein zu schönes. Umbrella, Also Ella, dachte ich Ella. mir, ihr geht hinein, schleicht euch in Ey, Datus Zimmer und öffnet ich den bin auch Geheimgang. schön. Also Dann gerade hüpfe da. ich rein und kümmere mich um alles. Meine Hilfe? Tue ich nicht. Nicht Datus wegen. Aber ich lege viel Wert auf meinen Schlaf. Und ich finde kaum welchen, wenn die Bruderschaft des Nachts Assassinen bei mir vorbeischickt. Es ist besser, sie sehen mich nicht. Ehrlich gesagt, töte ich nicht gern, ohne vorher den entsprechenden Papierkram erledigt zu haben. Dann, was ist mit dem Ziel? Gleich zum Geschäftlichen? Oh, wohlan. Ja, Datus gleich. Ildram vom Haus Hlalu ist eine jener blutsaugenden Kreaturen, die von einem schweren Stiefel zermalmt werden muss. Okay. Er glaubte, mit seiner Flucht aus Morrowind wäre er außerhalb unserer Reichweite. Doch hier bin ich, mit einem Kontrakt und allem drum und dran. Was hat er getan, damit er den Tod verdient? Es kommt mir unschicklich vor, die ganzen grausigen Einzelheiten Komme ich mit aufzuzählen. klar? Belassen wir es doch dabei. Er hat einige eher wichtige Kunden betrogen und besaß auch noch die Dreistigkeit, vom Haus Hlalu selbst zu Das hat man schon mal, stehlen. ja. Der berühmte letzte Tropfen war, als er zwei Waisenhäuser schloss, um eine Eckschenke zu eröffnen. Nicht nett. Aber ihr seht auf jeden Fall gut aus, Naryu. Jetzt grinst sie gleich. Verführe euch. Natürlich tue ich das, mein Schatz. Was habt ihr erwartet? Dass ich weich und fett werde, nachdem ihr mich verlassen habt? Mich Im verlassen. Ernst. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass ihr euch der dunklen Bruderschaft angeschlossen habt. Euch vertraue ich natürlich, aber eurer neuen Familie? Eher nicht. Okay. Machen wir. So, wo müssen wir hin? Dahin. Ach, genau. Wir gehen darüber. Hätten wir auch gleich machen können. Ach, das gefällt mir. Wieder alles beim Alten. Und vielleicht kriegen wir sogar ein paar Dings. Nun? Alles klar, hallo. Ich darf jetzt überall hin, oder? Ja, darf ich. Oder? Bitte jetzt nicht, dann mal das Auge. Wow. Große Tür an. Ihr seid in ein? Nein? Ihr seid in einen unbefugten. Ba, 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 ba. Sind wir nicht.
was ist? Oh ne. Wo müssen wir jetzt hin? Ist okay. Ja, ist okay. Ja, 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 ja. Leck mich am Arsch. Die Wache wird jeden Augenblick hier sein. Das letzte kann ja sein. Gelegen. Aufwachen, mein Sonnenschein. Ihr könnt schlafen, wenn ihr tot seid. Genau. Was schneller geht, als man denkt. Was? Wer seid ihr? Was habt ihr in meinem Zimmer zu suchen? Besser wäre die Frage, seid ihr hier, um mich zu töten? Wachen! Wachen! Die Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Ein Wurf soll ich... Das erspart mir die Mühe, die Verteidiger des Kastells zu alarmieren. Tut ihr mir einen Gefallen und sorgt dafür, dass euch jemand beim Gehen bemerkt. Hallo. Das reicht aber jetzt. So. Siehst du mal, dann will man mal gesehen werden, dann wird's schwer, ne? Komm, geh einfach mal raus. Ja, ja, komm, lass ein. Muss ich euch jetzt echt alle umbringen? Ich bin verletzt! Komm, wir verletzen uns einfach komplett. Noch wer? Wieso sind die alle? Ist sind doch alle tot. Da ist noch einer, ja. Nein. Hm. Ich dachte. Naja, egal. So. Ich werd's nie wirklich. Was bist du für eine? Was wollt ihr? Nix. Alles klar. Nur raus. Was? Wieder rein? Mhm. Ich weiß. Wo ist er denn? Ja. Okay, dann da raus. Okay, lalala. Quatsch. Und wieder Shepherds, keine Ahnung warum. Rufen. Wo haben wir denn jetzt die Tante?
Hi. Ich glaube, wir können diese Situation bereinigen, sobald ihr das... Ihr könnt eure Schuld an der Gesellschaft als vollständig beglichen ansehen. Das weiß ich. Das machen wir immer so. Alles andere ist einfach zu aufwendig. Und hier musste ich ja Kopfgeld kriegen. Das ging gar nicht anders. So, wo ist er? Ach, da. Under my umbrella. Das lief erstaunlich gut. Es ist toll, was man alles erreichen kann, wenn einem treue Mitarbeiter bei etwas helfen. Haus Helalu wird das von ihm unterschlagene Gold nicht zurückhalten, aber wenigstens reißt Datus keine Waisenhäuser mehr ein. Richtig. Lasst euch ein nettes Getränk muten, wie ich sehe. Schließt euch mir an. Ich habe festgestellt, dass ein warmes Feuer, ein kräftiger Schluck und ein heißes Bad, nicht zwingend in dieser Reihenfolge, mir nach einem Kontrakt dabei helfen, mich wieder zu erden. Und ganz nebenbei, das hier ist Quatsch. Man kann beten oder man kann beten. Oder man kann trinken. Mhm. Ich ziehe Letzteres vor. Hat jemand euch gesehen? Absolut niemand, Held. Aber euch haben sie gesehen. Diese unvergesslichen Züge werden für die nächsten Tage das Stadtgespräch in Quatsch sein. Mhm. An eurer Stelle würde ich den Wachen aus dem Weg gehen. Nicht. Unser Plan hat reibungslos geklappt. Jetzt muss ich keine Blicke mehr über die Schulter wegen der Bruderschaft werfen. Das machst du jetzt. Danke. Die Rückreise nach Morrowind, schätze ich. Aber vielleicht bleibe ich noch eine Weile an der Goldküste, um mir die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Sehr schön. Und die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Falls ihr Zeit habt, Held, wäre ich für ein Treffen. Wir könnten unsere Zusammenarbeit vertiefen. Vielleicht macht euch das ja sogar Spaß. Du warst meine erste große Liebe in diesem Spiel. Es ist immer ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten, Held. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber ich komme von Zeit zu Zeit vorbei, um nach euch zu schauen. Was soll ich sagen? Ihr interessiert mich. Und eines Nachts werde ich in euer Zimmer schleichen und... Oh, natürlich nur, um Hallo zu sagen. Das versichere ich euch. Habt ihr noch das Kleid, das ihr in der Feste am Mol getragen habt? Das wird mich wohl auf ewig verfolgen, was? Mhm. Aber es stand mir doch gut, oder nicht? Was sage ich da? Ihr habt eine Art, mich zu unprofessionellem Verhalten zu verleiten, wisst ihr das? Tja, nur weiter so. Irgendwie mag ich es. Alles klar. Nee, leider nicht. Und die letzte Quest. Dann haben wir hier wirklich nichts Sinnvolles mehr zu tun, weil, So viel zu tun, so wenig Zeit. Dringend angenehm, sehr gefällig, wird gut bezahlt. Wir werden bei diesem Abenteuer aufs Spiel setzen, nur die fähigsten Abenteuer wollen sich bewerben. Kommt zum Gast aus dem Quatsch und sucht nach einem Kaserchen namens Rehmann Mevavius, falls ihr weitere Einzelheiten wünscht. Okay. Weg. Was ist eigentlich mit dir? Na egal. Hi. Ihr scheint recht gut bestückt. Hinsichtlich eurer Waffen natürlich. Man will ja nicht schon wieder nur wegen ein paar falscher Worte aus einem Laden fliegen. Seid ihr wegen meiner Notiz hier? Falls dem so ist, seid ihr der erste geeignete Kandidat, der sich bei mir meldet. Ja, hat sich echt mich neugierig gemacht, genau. Ich hoffe nur sehr, eure Neugier verwandelt sich in Begeisterung. Für den Auftrag natürlich. Ich würde niemals etwas anderes andeuten wollen. Ich muss einen Mörder aufhalten. Bevor ihr jetzt sagt, ein Mörder? Ihr braucht mir nur einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Muss ich zugeben, dass es nicht ganz so simpel ist. Dann erklär mal. Ja, lasst es mich erklären. Der Mörder kündigt seine Pläne schon lange vor dem Zuschlagen an. So versetzt er Mann und Maus in Angst und Schrecken. Man würde meinen, sie könnten nach einer solchen Warnung ihrem Schicksal entgehen. Doch dem ist leider nicht so. Sie sind alle tot. Und wie? In aller heimtückischster Weise. Durch eine Botschaft in einem unschuldigen Süßkringel. Süßkringel. Und nun nimmt er meine Kollegen aufs Korn. Auf dieser Schriftrolle sind alle verzeichnet, die in jüngster Zeit dieses unheilverkündende Backwerk erhielten. Sprecht sie an und findet heraus, wie sie miteinander in Verbindung stehen, ehe der Mörder zuschlägt. Ach komm, du bist es doch selber. Findet heraus, was diese Personen miteinander verbindet und ihr findet den Mörder. Hoffentlich, solange diese Leute noch leben.
Tut mir diesen Gefallen und ich verspreche, dass euch die Belohnung gefallen wird. Gold ist nicht die einzige Gunst, die ich erweisen kann. Kollegen? Ich bin ein angesehenes Mitglied der Goldküstenhandelskompanie. Als ich hörte, dass eine Reihe meiner vertrauenswürdigsten Kollegen, sowie auch andere Personen aus der Gegend, einen dieser verderbten Süßkringel erhalten hatten, wusste ich, dass ich etwas unternehmen muss. Wie habt ihr von diesen Mördern und seinen Süßkringeln erfahren? Man hört ebenso einiges. Es gibt schon eine ganze Weile Gerüchte über diesen Süßkringelmörder. Doch erst als einer meiner Kollegen starb, nachdem er eine dieser Leckereien erhalten hatte, begann ich meine Schlüsse zu ziehen. Jetzt kommt die doofe Frage. Sind die Süßkringel vergiftet? Nein. Ganz und gar nicht. Sie sind wirklich köstlich. Nein, was sie so heimtückisch macht, ist die darin verborgene Drohung. Eine Notiz, die Vorhersage eines verfrühten Ablebens. Das ruiniert unsere Gewinne, mein geschmackvoller Freund. Und das kann ich wirklich nicht zulassen. Hat sich noch jemand gemeldet? Oh, es war eine wahre Parade von Bettlern und unwürdigen Taugenichtsen. Seid dessen versichert. Wenn dieser Haufen hässlicher Ogrim-Freunde auf der Liste stünde, würde ich sicher nicht diese Belohnung aussetzen. Ihr andererseits scheint genau zu diesem Auftrag zu passen. Sag mal, warum geht ihr nicht zur Quatschwache oder in Ordnestunde? Zu Schlägern, die man zu Bütteln ernannt hat, und zu Kriegspriestern? Nein, danke. An meinem Geldbeutel kleben schon mehr als genug Finger, weil man sonst ja keine ordentlichen Geschäfte machen kann. Außerdem wäre es mir lieber, wenn das unter uns bliebe. So ist es doch viel vertraulicher, findet ihr nicht? Das da ist, homophob, das bin ich nicht, also fertig. So, dann reden wir mal mit den Leuten. Jetzt ganz kurz nochmal, zack. Das wollte ich eigentlich nicht. Hallo? Okay, warum? Was ich eigentlich wollte, war... Ja, mach die Waffen weg, mach die Waffen weg. Ich verstehe, warum er so abgeht, oder? Versteht ihr doch auch. Gut. So, okay. Dann nichts wie raus und nichts wie diesen Auftrag erledigen. Und danach, ja. Nummer 1. So, das hat sich aber gelohnt. Ah, egal, wir bleiben auf dem Pferd. Sprecht ihr mit mir? Habt ihr vor kurzem einen Trostsüßkringel erhalten? Warum in aller Welt fragt ihr mich so etwas? Ich bin doch nur eine Bettlerin. Ihr wisst schon, ich bettle. Ihr habt nicht zufällig etwas Gold über? Ihr habt doch hoffentlich nichts vor, oder? Schaut nur, hier sind überall Wachen. Nein, ich versuche euch nur zu helfen. Was habe ich nur falsch gemacht? Die Leute sollen doch Bettler ignorieren. Einfach weitergehen, als ob es sie gar nicht geben würde. Doch ihr nicht? Ihr möchtet helfen. Ja, habt ihr nur einen Süßkringel erhalten, oder nicht? Geht doch einfach weg und lasst mich in Ruhe. Ich will keinen Ärger. Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ja, ich habe eine dieser schrecklichen Vorhersagen erhalten. Seid ihr jetzt zufrieden? Warum regt ihr euch über Fragen auf? Weil, ach, vergesst es. Dafür kriege ich so viel Ärger. Hört mal, ihr bleibt hier und sucht euch einen anderen Bettler, den ihr nerven könnt. Ich gehe irgendwo anders hin. Jetzt lasst mich allein, sonst werdet ihr es bereuen. Wartet. Wagt es nicht, mir zu folgen. Ich habe Äpfel dabei und ich weiß, wie man sie benutzt. Ja, ich habe die Äpfel gesehen und naja, und ich bin ganz im Gegensatz zu der Optik meines Charakters, ach wie folgt, oh, ich hätte folgen sollen, okay, gehen wir nochmal zurück. Okay, nochmal, ich soll folgen. Ich habe gesagt, ihr sollt mich alleine lassen. Wagt es nicht, mir zu folgen. Ich habe Äpfel dabei und ich weiß, wie man sie benutzt. Los!
ist das? Neue Herausforderer haben die Arena betreten. Jubelt oder pfeift, wie es euch beliebt. Ich habe den Süßkringelmörder, Kommandant. Hilfe! Ich glaube nicht, dass Ra's das mit seid diskret meinte. Das ist nicht wahr, oder? Ra's glaubt, dieses Spionagegeschäft könnte am Ende nicht das Richtige für die Elfendame sein. Beim ersten Anzeichen von Ärger zündet sie sich an, schreit aus vollem Halse und rennt im Kreis herum. Ra's kann sich nicht erinnern, dass etwas über dieses Manöver im Handbuch steht. Best of oder was? Was ist hier los, Ra's? Die Arbeit der Augen der Königin, das ist hier los. Die Sache mit Hauptmann Apinia war so rasch abgewickelt, dass Ra's beschlossen hat, noch einer anderen Sache nachzugehen, bevor er sich nach Hause aufmacht. Wie sich herausgestellt hat, ist Ra's schon seit Jahren hinter dieser Sache her. Ich glaube, das wird meine Lieblingsquest. Die Einheimischen nennen ihn den Süßkringelmörder, ja? Viel besser als unsere Bezeichnung dafür. Der euren Tod vorhersagt und euch dann ins Gesicht sticht. Ra's sieht, dass ihr dieser Sache nachgeht. Ja. Vielleicht können wir unsere Notizen vergleichen, einander aushelfen. Was schlagt ihr vor? Der Rattenmeister hat seine Ohren überall. Und wer weiß, wer unser in Gesichter stechender Mörder ist? Wir wollen ja nicht alle unsere Pläne verraten, bevor wir sie überhaupt ausformuliert haben, ja? Ra's würde vorschlagen, wir gehen an einen abgelegeneren Ort, sobald ihr eure Untersuchung abgeschlossen habt. Ja, wo? Ra's und die Elfendame treffen euch in unserem Versteck, nachdem ihr eure Aufgaben abgeschlossen habt. Wir haben den Verzaubererladen übernommen. Nicht das luxuriöseste aller Verstecke, aber dieser hatte schon schlechtere. Ra's und da wir werden ein glorreiches Abenteuer erleben, wie in alten Zeiten. Alles klar. So, dann machen wir hier mal weiter. Sprecht mit... So. Das wird jetzt nicht ganz so doof. Hallo. Ihr nicht auch noch, oder? Könnt ihr Leute mich nicht in Ruhe lassen? Ich komme hier zum Nachdenken raus und ernte nur misstrauische Blicke und grundlose Anschuldigungen. Anschuldigung? Geht's um den Süßkringel? Ihr wisst, dass ich Bäcker bin, oder? Wer sonst sollte also der Süßkringelmörder sein? Mhm. Schwachköpfe. Trotz der Drohungen und der erlittenen Einbußen bei den Einnahmen. Ich erhielt auch einen dieser Drohsüßkringel. Die Notiz darin sagte sogar meinen Tod vorher. Natürlich. Keine Sorgen, nein. Würde das etwas nutzen? Soweit ich es gehört habe, ist jeder gestorben, der eines dieser verhängnisvollen Küchlein erhalten hat. Trotz der expliziten Warnung. Wer bin ich schon anzunehmen, dass ich diesem eindeutigen Schicksal entgehen könnte? Ja, das war doch gerade der Mann mit den vielen Gesichtern, oder? Naja, kennt ihr einen der anderen Opfer des Mörders? Ich habe einige von ihnen getroffen, als sie vorbeikamen und mich bezichtigten, ihnen Drohbackwerk geschickt zu haben. Als wäre ich der einzige Bäcker an der Goldküste, der Süßkringel backen kann. Sie sind gerannt. Sie haben sich versteckt. Sie haben andere gemieden. Und dann sind sie gestorben. Jeder einzelne von ihnen. Ihr werdet also doch genau das Gleiche tun? Nein, ich habe Arbeit zu erledigen und mein Leben zu leben. Zumindest solange ich noch dazu in der Lage bin. Die Leute mögen meine Kuchen und Torten. Ich kann ihnen doch so köstliche Leckereien nicht vorenthalten. Aber ich frage mich, was die Vorhersagen eines leckeren Kringels euch überhaupt angehen. Ja, ich bin angeheuert worden. Im Ernst? Tja, viel Glück dabei. Das wünsche ich euch wirklich. Ungeachtet dessen werde ich weiter meinem eigenen Weg folgen. Schließlich konnte bisher noch niemand den Süßkringelmörder aufhalten. Außer natürlich, ihr habt einen besseren Vorschlag. Ich muss erst noch weiter. Ich schätze, dann bleibe ich noch ein bisschen hier und entspanne, bevor ich an meine Öfen und Kühlregale zurückkehre. Aber irgendwann muss ich wieder zurück an die Arbeit. Meine Süßkringel backen sich nicht von allein, wisst ihr? So, ich muss mir den Dach mal ganz kurz angucken. Was? Mal ganz kurz, ich muss mal dahin. Ah, nee, er sah nur so kurz so aus. Ich dachte so im Hintergrund, dass der wäre dieser Typ aus Game of Thrones mit den... Oh Mann. Sprecht mit Tobias. Mach ich. Hallo Tobias. Na?
Ich kann es kaum fassen. Ich liebe es, zwischen den Marktständen zu flanieren. Gerne schaue ich mir all die Waren an, die durch unsere Hilfe zur Goldküste gelangten. Es bereitet mir eine gewisse Freude, selbst zu sehen, was all der Papierkram und all die Verhandlungen gebracht haben. Ich habe gehört, er hat vor kurzem einen Drosis-Klinger erhalten. Woher wisst ihr das? Ich habe es niemandem erzählt. Nun, er wurde beim Gebäude der Handelskompanie abgegeben. Es könnte also schon sein, dass jemand gesehen hat, wie er angekommen ist. Ja, ich habe eine Schachtel mit einem Süßkringel bekommen. Zuerst dachte ich mir nichts dabei. Und dann? Dann habe ich mir einen Bissen gegönnt und fand im Inneren ein Stück Papier mit einer Nachricht darauf. Sie klang nicht sonderlich bedrohlich. Nicht, bis ihr es so genannt habt. Morgen ist euer letzter Tag in Quatsch. Ich hatte mir gedacht, ich würde vielleicht nur ein paar Tage nach Anvil müssen. Der Geschäfte wegen. Ich glaube, es hat zum Ziel des Süßkringelmörders geworden. Was? Glaubt ihr wirklich? Natürlich habe ich vom Süßkringelmörder gehört, aber warum sollte ich sein Ziel sein? Das weiß niemand. Ich glaube, ich mache lieber da weiter, wo ich aufgehört habe. Inmitten all der Händler und ihrer Kunden auf dem Markt bleiben. Das ist doch sicher, oder? Aber damit Reman Mevavius? Reman? Ich würde lieber nicht über meine Beziehung zu Reman sprechen, wenn es euch recht ist. Er ist alles, was ich an einer bestimmten Art von Händler verabscheue. Gierig, wichtigtuerisch und nur daran interessiert, seine Goldvorräte zu vergrößern. Kennt ihr sonst noch jemanden? Es gab da diesen Waldelfenhändler, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Man fand ihn nicht weit von hier im Fluss treibend. Er bekam auch einen Süßkringel mit einer Nachricht drin. Trotz der Warnung machte er weiter, als wäre nichts geschehen. Dann tauchte er eines Tages nicht mehr in der Handelskompanie auf. Ich wurde angeheuert, um ihn weiterzufinden. Wurdet ihr das? Na, da fühle ich mich gleich viel besser. Wenn jemand den Süßkringelmörder aufhalten kann, dann wohl jemand wie ihr, will ich meinen. Ich drehe nur noch eben meine Runde entlang der Händlerstände zu Ende. Es sei denn, ihr haltet das für zu riskant. Ich weiß es noch nicht. Natürlich. Erzählt mir ruhig zuerst, dass mir ein baldiges Ableben blüht und verschwindet dann, um mich mir selbst zu überlassen. Sobald ihr die Gelegenheit hattet, meine Lage zu überdenken, kommt ihr aber bitte zurück und gebt mir Bescheid. Hoffentlich lebe ich dann noch. Genau. Das machen wir. So, den haben wir, den haben wir. Wen haben wir da hinten noch? Wer bist du? Hallo. Oh, hallo. Passt auf, wo ihr hintretet. Ich habe gerade Samen eingepflanzt und möchte nicht wieder von vorne anfangen müssen. Doch, ihr seid nicht gekommen, um ein Gemaule zu hören. Womit kann ich euch heute behilflich sein? Das gleiche wie immer. Einen Süßkringel? Woher wisst ihr von dem? Ja, ich habe einen Süßkringel bekommen. Genau wie mein Gatte vor seinem Verschwinden. Ich frage mich nur, was euch meine Widrigkeiten interessieren. Weil ich beauftragt wurde. Wirklich? Hat Reman euch angeworben? Wie freundlich. Aber warum es ihn jetzt kümmert, obwohl es ihn nicht scherte, als mein Gatte verschwand, lässt mich seine wahren Beweggründe in Frage stellen. Vielleicht nimmt das Schicksal einen anderen Lauf. Ich habe eure Beteiligung jedenfalls nicht vorhergesehen. Erzähl mir von eurem Mann. Mein Gatte? Er erhielt einen dieser Süßkringel mit einer Nachricht darin. Genau wie ich. Die schreckliche Vorhersage verängstigte ihn. Das kann ich euch sagen. Er suchte seine Waffen zusammen und schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein. Okay. Aber er ist trotzdem spurlos verschwunden. Es gab keine Leiche? Nein, nicht einmal ein Tropfen Blut blieb von ihm zurück, um seiner zu gedenken. Doch mein Gatte ist nur ein Opfer in einer ganzen Serie von Morden, die mit dem Süßkringelmörder zusammenhängen. Das geht schon seit vielen Monaten so. Warum kümmert es Reman plötzlich? Ich frage mich, woher sein Sinneswandel kommt. Woher kennt ihr den? Jedenfalls dachte ich das. Nun, nein, so gut kenne ich ihn nicht. Ich meine, ich kenne Leute wie ihn. Lügner und Betrüger, die die Großzügigkeit anderer ausnutzen. Also hat Reman euch angeworben, um den Mörder aufzuhalten? Das erscheint mir sehr interessant. Okay, kann ich behilflich sein? Nein. Die anderen, die Süßkringel erhalten haben, brauchen sicherlich mehr Hilfe als ich. Ich habe ein Haus in Anvil. Ich kann mich dort verstecken, bis ihr den Mörder geschnappt habt. Hütet euch nur vor diesem Reman. Ihm sind seine eigenen Interessen wichtiger als alles andere. Okay. So.
sind die beiden. Ich würde sagen, Öffentlichkeit. Der eine hat sich versteckt, der andere ist öffentlich. Der öffentliche, nee, der soll sich verstecken. Ihr seid zurück. Habt ihr herausgefunden? Woher wisst ihr das? Dann habe ich mir einen Bissen gegönnt. Ja. Und fand im Was? Glaubt ihr wirklich? Wolltet ihr das? Na, da fühle ich mich gleich. Das ist ein hervorragender Rat, mein Freund. Ich bleibe auf dem Markt, bis sie die Bürgersteige hochklappen. Und dann gehe ich rüber zum Gebäude der Goldküstenhandelskompanie. Das ist gebaut wie eine Festung. Okay, und der letzte. Ihr nicht auch noch, oder? Nein. Im Ernst? Tja, viel Glück. Komm. Na, schönen Dank auch, dass ihr meinen eigenen... So, der Verzauberladen. Alles klar. Machen wir direkt nach der... Also in der nächsten Folge...